Alles soweit vorbereitet? Ja, du kannst noch zu deinem Heuschreckenfreund und Sprung. Sind uns dicht auf den Fersen? Ich gehe mal hier unten lang und dann hier diese Perlenschnur lang. Mit etwas Glück finden wir noch einen Händler, wo wir reparieren können. Es wird langsam echt ein wenig arg. Ihr findet einen Hilferuf von einem Engi-Ship. Hilfe erfordert, Gefahr gegenwärtig. Na gut, das schaffen wir wohl. Und es ist schon wieder eine Falle gewesen. Und die haben zwei Drohnen. Aber nur ein Angreifer diesmal. So, du weg, du dahin. Und sobald sie schießen, Tarnsystem an. Komm schon, piu piu. Jetzt. So, unsere Laser sind aufgeladen. Sie haben eine Abwehrdrohne, aber nur für Raketen. Und noch eine Abwehrdrohne, aber auch nur für Raketen. Das heißt, unsere Laser kommen da alle vorbei. Ja, dann schießen wir doch mal mit den Burst-Laser auf die Schilde. Und mit dem Hull-Laser hinterher. Zerstört, sehr schön. Er hier ist auch vernichtet worden. Du kannst wieder auf deinen Posten zurück. Sieht soweit sehr gut aus. Oh, Schilde ionisiert. Burst-Laser auf Waffen. Hall-Laser auf Waffen. Und gleich kaputt. Eine schöne Falle hast du da gestellt. Aber ja, von diesen Drohnen gibt es auch noch eine zweite Stufe. Die wären echt garstig gewesen, weil die können auch Laser abschießen. Wie auch immer man Computer das berechnen will, mit einem Laser einen Laser abzuschießen. Aber, ja gut. So, sind alle geheilt? Ja, sind sie. Wieder auf Posten. 230 Scrap. Na komm, jetzt können wir ein bisschen uns austoben. Also ich hätte gerne... Das kriegen wir nicht hin mit der Power. Nö, ich glaube, ich lasse das so. Und spare jetzt den Rest hier in der Hoffnung, dass wir irgendwann vielleicht noch eine gute Laserwaffe finden und dann die Waffenkontrolle hier weiter ausbauen können. So, Sprung. Wo sprungen wir hin? Da sprungen wir hin. Oh, wir haben eine neue blaue Option. Ihr werdet begrüßt von einer seltenen Sicht. Ein Mantis-Schiff, das uns anscheinend noch nicht gesehen hat. Also wir könnten uns jetzt tarnen mit der Tarnvorrichtung. Aber das bringt uns nichts, denke ich mal. Ich will das Schiff ja kaputt machen. Also ja, wir greifen das Schiff trotzdem einfach so an. So, warten, dass die uns anschießen. Dann tarnen wir uns wieder. Dann geht's wieder auf deren Schilde. Und piu piu, Tarnung. Trotzdem einmal getroffen. So, Burst-Laser, Schilde. Hall-Laser, Schilde. Ah, nur angeschlagen. Oh, wir sind auf einen Schildpunkt runter. Zwei Schildpunkte, drei Schildpunkte. Ja, es geht alles soweit. Nochmal, Burst-Laser, Schilde. Hall-Laser, Schilde. Schilde immer noch nicht zerstört. Nur angeschlagen. Wir werden immer wieder auf einen Schildpunkt runtergeprügelt. So, Burst-Laser, Schilde. Komm schon, zerstört. Hall-Laser, Waffen. Und kaputt. Und davor sollten wir fliehen, nix da. Das sind wieder 41 Scrap. Und inzwischen haben wir auch richtig viele Drohnen und Treibstoff. Zwei Geschäfte, das ist doch genial. Erstmal dahin. Wir hätten gerne alles, was ihr habt. Nein. Oh, 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 was haben wir da? Wir haben eine Hull-Missile. Hat hohen Hüllenschaden und eine durchschnittliche Chance, die Schilde zu durchbrechen. Verursacht zwei Schaden. Und verursacht doppelten Schaden gegen Räume ohne Systeme drin. Eine Ionenbombe. Das ist, glaube ich, dieses blaue Ding, das uns vor ein paar Folgen mal in den Hangar teleportiert wurde. Damit könnten wir dasselbe machen. Wir könnten das irgendwo hin teleportieren und da verursacht es dann vier Ionenschaden. Und es braucht nur ein Power. Das ist echt nicht schlecht. Ist nur die Frage, ob es durch Schilde durchteleportieren kann.
Oder einfach einen schweren Laser. Der macht zwar nur einen Schuss und auch nur zwei Schaden, aber braucht auch nur einen Power. Wäre zu überlegen. Wir sollten auf jeden Fall alles reparieren. Das kostet mal eben 42. Dann könnten wir nochmal so einen Scrap Recovery Arm holen, dass wir nochmal 10% mehr Scrap bekommen. Oder... ein Automated Reloader, womit die Schüsse 15% schneller gehen. Ha. Und wir können noch das Ding da verkaufen. Für 30. Das mache ich auch noch mal kurz. So. Also wir kaufen jetzt... Wir kaufen den Automated Reloader, um schneller schießen zu können. Wir kaufen den Heavy Laser für mehr Pew Pew. Wir kaufen die Ionenbombe in der Hoffnung, dass wir damit die gegnerischen Schilde einfacher ausschalten können. Und wir reparieren das Schiff. Und die 100 Punkte brauchen wir jetzt noch, um uns weiter abzugraden. So, gucken wir mal. Wir brauchen... erstmal kann die Artemis raus. Dafür die Ionenbombe rein. Wir können aber wieder den Heavy Laser noch die Ionenbombe aktivieren. Weil uns Weapon Control fehlt. Da setzen wir jetzt einen Punkt rein. Jetzt könnten wir eins davon aktivieren, aber wir haben keine Energie über. Das heißt, ich nehme Energie von der Krankenstation weg und tue sie in die Ionenbombe rein. Weil ich die gleich mal ausprobieren möchte. Und sobald wir durch den nächsten Kampf wieder Scrap bekommen haben, steigern wir nochmal die Waffenkontrolle und nochmal unseren Energievorrat, um auch den Heavy Laser zu aktivieren. So, jetzt aber springen. Jo. Und ich habe den zweiten Shop ganz vergessen. Ja, wir haben aber keinen Scrap mehr, also gehen wir erstmal dahin. Und gucken, was da so ist. Eine Sonne, die ziemlich nah dran ist. Dieses Sprungtor wurde zu nah an einem Superriesen der Klasse M gestellt. Das Schiff wird nach und nach überhitzen, solange bis er hier verschwindet oder sterbt. Ein Piratenschiff, anscheinend nicht bewusst, wie gefährlich das Ganze hier ist, greift uns trotzdem an. Soll er versuchen? Wir hoffen einfach mal, dass die Feuer nicht zu schlimm sind. Er hat anscheinend... Oh. Er kommt doch recht gut durch unsere Schilde, wegen der Ionenkanone, die unsere Schilde lahmlegt. Aber wir haben eine Ionenbombe. Die schicke ich doch mal auf deren Schilde und guck, was passiert. Erstmal verlieren wir dadurch eine Rakete. Und wir haben deren Schilde komplett ausgeschaltet und sehen da einen Gegner drin. Okay. Burst Laser, Waffensysteme, Hull Laser, auf die Hülle. Nee, doch nicht. Lieber auf die Schilde. Weil die werden ja nur kurz ionisiert sein. So, also Hull Laser auf... Was zur Hölle? Machen wir alles weg. Hull Laser auf die Waffensysteme. Burst Laser auf die Schilde. Beides nur angeschlagen. Na gut. Und beim nächsten Schuss von denen tarnen wir uns erstmal. Oh, Solar Flare imminent. Also jetzt müsste eigentlich das Feuer kommen. Mal gucken, ob unsere Tarnvorrichtung das Feuer verarschen kann. Oh, und Waffen sind fertig. Dann schieß mal auf deren Schilde und deren Waffen. Und wir können getarnt schießen. Das konnte bisher sonst nur ein Klingone, glaube ich. Und sie versuchen zu fliehen. Sie versuchen zu verhandeln. Ich glaube, das nehme ich mal an, falls es mit dem Feuer nicht so hinhaut. So, weil ja, da bricht gerade ein Feuer aus. Also ihr zwei ganz schnell dahin. Und sobald der Sprungantrieb fertig ist, springen wir hier raus. Aber die Ionenbombe ist richtig, richtig praktisch. Und wir haben noch so viele Raketen zum Verschwenden, in Anführungszeichen. Wir könnten jetzt zu dem Geschäft da noch springen. Oder da hinten hin. Ich glaube, ich springe lieber da hinten hin, weil wir brauchen noch jede Menge Scrap, um unsere Waffensysteme aufzubauen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt einen Händler haben und nichts Ordentliches kaufen können. Also dahin. Ach du Scheiße. Hier schwebt einfach so eine Waffe im Weltall. Und 33 Schrott. Okay. Wird nicht hinterfragt. Wir haben eine Bombe.
Braucht nur ein Power. Verursacht 0 Schaden. Ah, verursacht aber 2 Schaden an Besatzung und 2 Schaden an Systemen. Boah, nicht wirklich praktisch, aber können wir beide verkaufen. So, wir würden gerne unsere Waffensysteme erhöhen. Bringt aber nichts, weil wir dann keine Energie hätten. Also erhöhen wir erstmal die Energie. Dann können wir unsere Krankenstation nämlich wieder aktivieren. Und wenn wir jetzt das nächste Mal auf 90 sind, dann können wir unsere Waffensysteme auch nochmal erhöhen. Sprung. Wir könnten noch zum Geschäft fliegen. Aber wie gesagt, wir brauchen das Scrap, also springen wir zum Ausgang. Auch wenn wir noch jede Menge Zeit eigentlich hätten. Oh, und ein Zwischenfall. Hier ist ein Händler. Er gibt uns 8 Treibstoff für eine Drohne. Da wir Drohnen nicht benutzen, klar, immer her damit. Und springen. Nächster Sektor. Wir können entweder in einen Engi-kontrollierten Sektor, das waren die Roboter, oder wir können zu den Rebellen, was ein feindseliger Sektor wäre. Ja, obwohl, Moment mal. Feindseliger Sektor heißt, wir haben mehr Kämpfe und dadurch wahrscheinlich auch mehr Schrott. Ich glaube, ich fliege absichtlich in den rebellenkontrollierten Sektor. Weil sie müssten höchstens einen Ticken stärker sein als die Schiffe, die wir im Engi-Sektor treffen. Und wir können sie auch looten. Also hoffe ich einfach mal. Weil wenn wir sonst gegen die Rebellen gekämpft haben, waren ja immer ganz, ganz viele andere Schiffe da. Und wir konnten deswegen nicht looten. Aber jetzt kriegen wir vielleicht einzelne und kriegen dadurch jede Menge Schrott. Also momentan sind wir wirklich gut bestückt. Wir haben die Waffen, wir haben die Ausrüstung, wir haben schon 3 Schildpunkte. Aber ich weiß, das Ende ist sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt, wir könnten jetzt einfach den leichten Weg gehen. Dann kommen wir auch gut durch, wir kommen bis zum Ende. Aber dann werden wir wahrscheinlich versagen. Und ich versage nicht so gerne. Außer bei Dwarf Fortress. Und ähnlichen Spielen. Aber ja, wir springen zu den Rebellen. Ich will all deren Schrott haben. Sobald die Föderationskräfte sich zerstreut haben, haben die Rebellen die Locals angegriffen. Oder haben es den hier lebenden Menschen schwer gemacht. Zwischen den Steuereintreibern und den Militärbasen ist die Rebellenpräsenz in diesem Sektor sehr hoch. Ja, okay. Damit habe ich gerechnet. Oh, da haben wir so einen kleinen Nebel zum Verstecken. Aber der Ausgang ist ein bisschen weit links für meinen Geschmack. Na gut, erstmal dahin und danach zum Nebel. Sofort in Asteroidenfeld, super. Und wir werden von einem automatischen Rebellen-Scout angegriffen. Der kaum bewaffnet ist. Das heißt, wir warten ganz kurz. Komm, schieß doch. Schieß doch. So. Alles vorbei. Burst Laser auf deren Schilde. Höhlenlaser auf die Schilde. Und die Ionenbombe deaktivieren wir und aktivieren wir den Heavy Laser. So, Burst Laser wieder auf die Schilde. Schön unten halten, damit die Asteroiden ihn immer wieder treffen. Heavy Laser drauf. Hull Laser drauf. Es geht gerade richtig gut ab mit den ganzen Lasern. So, piu, 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 piu. Oh, wir wurden auch getroffen. Sollten vielleicht zwischendurch mal die Tarnvorrichtung anschmeißen. So, Hull-Laser auf die Hülle, Burst-Laser auf die Schilde, Heavy-Laser auf die Waffen. Wusch. Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. 50 Scrap, das kommt mit. Wir können leider unser Schiff jetzt nicht ausrüsten wegen den ganzen Asteroiden. Aber wir springen einfach mal da in den Nebel. Da haben wir dann hoffentlich die Ruhe. Nee. Wir haben hier einen Ionensturm, wodurch fast alle unsere Instrumente ausgeschaltet sind. Und hier sind überall Wrackteile und andere deaktivierte Schiffe. Wir könnten also hier die Wracks durchsuchen nach Überlebenden und Ausrüstung. Könnten aber auch beschädigt werden. Na komm, suchen wir. Wir finden... Oh, eins unserer Crewmitglieder ist gestorben. Dafür kriegen wir eine Rakete, eine Drohne und 36 Scrap. Kein sehr guter Tausch. Wen haben wir denn verloren? Also die wichtigsten Leute sind der Pilot, der Schildmann, der Waffentyp und Antrieb. Also wir haben nur den Vivi-Mörder verloren.
was ja auch wahrscheinlich Karma war. Man bringt nicht einfach so kleine, süße Leute um. So, du und Johnson gehst dahin. Und du springst erstmal. Das Loch hier irritiert mich ein wenig. Also, dass hier keine Sprungpunkte sind. Weil da ganz oben rumzufliegen könnte eine Weile dauern. Na gut, ich probiere erstmal dahin, dann gucken wir, wo wir von da aus weiterspringen können. Ah, ich habe vergessen, das Schiff aufzustufen. Oh. Wir kommen in einem recht gut bevölkerten Sektor an. Einer der Händler dort sucht nach Mercenaries. Also wir könnten wohl eine Quest annehmen. Da antworten wir doch mal. Euer Schiff scheint gut genug ausgerüstet zu sein. Ein Frachter, der eine Ladung von meinen Waren hat, ist verspätet. Die Idioten sind wohl durch einen Piratensektor geflogen. Okay. Ein Questmarker wurde zur Karte hinzugefügt. Das ist doch mal interessant. Oh, wir haben Schäden. Und wir sollten mal wieder unsere ganzen Systeme anschalten. So. Sauerstoff wird langsam knapp. Und wir wollten unser Schiff aufstufen. Und zwar einmal das Waffensystem. Nochmal die Energie. Und jetzt können wir alle drei Laser laufen lassen und die Ionenbombe. Hihihihi. Wir sind ein wandelndes Geschützturm. Wandelnder Geschützturm. So, wir haben noch 40 Scrap. Das sollten wir behalten für eventuelle Reparaturen. Du gehst mal wieder zurück auf deine Pilotenkanzel und springst. Der Questmarker ist da ganz oben. Das könnte haarig werden, da noch zurückzukommen, aber wir versuchen es mal. Ein Rebellenschiff. Ja, oh, der hat eine Angriffsdrohne. Okay, aber nur zwei Waffen. Also warten wir kurz. Piu piu, Tarnvorrichtung an. Alle Laser sind aktiv. Wir schießen mit dem Burst Laser auf die Schilde. Mit dem Heavy Laser auf die Schilde. Warten kurz. Schießen mit dem Hull Laser auf die Waffen. Beides beschädigt. Wir könnten jetzt die Ionenbombe schmeißen, aber wir sind nicht wirklich in Gefahr. Also spare ich mir das einfach mal. Heavy Laser, Schilde, Burst Laser, Schilde. Hull Laser, Schilde. Komm schon. Na gut, dann benutze ich doch mal die Ionenbombe. Ionenbombe auf Schilde. Bzzzt. Da waren drei Leute am Werkeln, die es bestimmt alle gut Schaden bekommen haben. Heavy Laser, Schilde. Burst Laser, Schilde. Sie versuchen zu verhandeln. Nein. Hüllenlaser auch nochmal auf die Schilde. Und kaputt. 40 Scrap, 3 Treibstoff. Und bei uns ist soweit alles in Ordnung. Dann springen wir nochmal gleich weiter. Schön langer Sprung dahin. Ja, doch, das könnte hinhauen. Also da, 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 weg. Jo, klingt nach dem Plan. Dahin. Ihr habt eine Menge Mumm in den Knochen, dass ihr uns in euren, dass ihr euch in unseren Sektor traut. Bringt ihre Crew um. Ich will ihr Schiff intakt. Ja, nee, nix da. Wir haben drei Leute, die uns angreifen. Dann sammelt euch mal da und greift ihn an. So, du, wer bist du? Du bist Hutz. Hutz geht zurück zu den Waffen. Sobald sie schießen, wieder Tarnsystem an. Und die scheinen mehr Schaden zu machen als wir. Das könnte ein Problem werden. Erstmal Tarnsystem an. Ionenbombe auf die Schilde. Na, Ionenbombe ist noch gar nicht fertig. So, Ionenbombe ist drüben. Heavy Laser, Schilde. Burst Laser, Schilde. Hull Laser, Waffen. Und ihr beide flieht mal in die Krankenstation. Du gehst da rein. Unser Pilot schafft es. Sehr schön. Soweit alles gut. Heavy Laser auf die Schilde, bevor sie sich regenerieren. Burst Laser hinterher. Hull Laser auf die Waffen. Alle sind tot. Nein, wir verhandeln nicht. Wir zerstören euch. Schöner Kampf. 59 Scrap. So.
Markel muss auf jeden Fall in die Krankenstation. Hulz darf zurück zu seinen Waffen. Remo darf zu seinen Schilden. Du darfst in dein Kämmerlein. Und ich sehe gerade, ich habe schon weit überzogen. Also machen wir mal einen ganz kurzen Cut und danach springen wir weiter Richtung unser Questziel. Also bis gleich.